Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zurück bei Horizon Zero Dawn. Ja, in der letzten Folge mussten wir ja zwangsweise abbrechen, weil, naja, ging überhaupt nicht mehr. Krankheitstechnisch war ich wirklich, ich war ein bisschen kaputt. Ich konnte nicht mehr richtig reden, ohne überhaupt irgendwie husten oder sowas. Ich hoffe, das hat sich jetzt wieder alles ein bisschen gelegt. Es ist jetzt genau 3 Tage her. Ja, 3 Tage müsste das her sein in etwa. Und ich hoffe, jetzt kann ich wieder einigermaßen ein bisschen reden, ohne irgendwelche Hustenanfälle zu bekommen. Deswegen kamen jetzt auch keine Folgen, weder von Flatout noch von Horizon. Nur das, was vorproduziert war, kam und ja. Man hätte am Montag nicht den Kingdom Hearts Stream machen dürfen, glaube ich. Aber, naja, hat trotzdem Spaß gemacht. Das wird schon dann irgendwann. Jetzt ist es ja, geht es ja langsam wieder. So, weil der uns sowieso entgegenkam. Und wir das sowieso irgendwie irgendwann mal vielleicht gebrauchen würden. Und wir sollen jetzt immer noch nach Meridian. Es ist natürlich wieder Nacht. Es regt mich ein bisschen auf, dass hier ständig Nacht ist. Es ist wirklich ständig Nacht hier drin. So. Kann ich eigentlich tragbarmäßig hier... Da können wir doch schon Beispiel Waffenbeutel. Outfitbeutel. Rohstoffbeutel ist voll. Wie wäre es mit den Köchern hier? Die wären eigentlich noch ganz nice. Wildschweinhaut, ja toll. Habe ich gerade verbraucht, wa? Stolperfallenmunition, gut, nutze ich jetzt auch so gut wie gar nicht. Oh, ist das schön, wieder richtig sprechen zu können. Der Tag danach, da ging gar nichts mehr. Also da konnte ich überhaupt nicht mehr sprechen. Da habe ich den ganzen Tag nur noch die Fresse gehalten. Das war anstrengend für mich, muss ich sagen. Ich bin eigentlich einer, der die ganze Zeit immer nur quatscht, deswegen mache ich ja Let's Plays. Stehen Sie bequem? Nein? Okay. Kein Sergeant Rumpel. Ich hätte jetzt trotzdem gerne Tag. Aber so schnell geht das, glaube ich, hier nicht. Oh, können wir auch lässig da unten lang? Ich habe ein bisschen Schiss da lang, muss ich sagen. Es sieht zwar so aus, aber es sieht vielleicht auch nur so aus. So, in Meridian haben wir jetzt noch eigentlich einiges zu tun. Oh nein, oh geil, es wird Tag. Oh nein, sagt er. Warum sagt er oh nein? Keine Ahnung. Ein Osseron-Mädchen hat sich neulich bei der Stadtwache beworben. Erstaunlich. Tja, ich bin auch einfach nur schockiert. So, falls man ein bisschen ab und zu mal Geschmatze hört, ich habe derzeit noch ein Bonchali im Mund. Ich hoffe, das stört niemanden. Ich werde das so subtil wie möglich veranstalten. Und einfach mal hier erstmal zum Lagerfeuer gehen. So. Und dann machen wir uns mal auf den Weg, das Ding da zu töten. Es tut mir leid. Aber alle eingeführten Waren müssen untersucht werden. Das ist eine Frechheit. Wir sind treue Bürger. Die können wir nicht töten. Das war schon wieder ein Lagerfeuer? Oh Gott, die sind ja... Achso. Hilfe. Die sind ja 1 Million Lagerfeuer. So. Was ist denn hier los? Ich dachte, Meridian wäre offen für alle Karcher. Nee, deswegen geht ja so Nora rein. Scheinbar scheinen die hier ein bisschen Probleme in Meridian zu haben. Was passiert ist, hat nichts mit uns zu tun. Oh, da hinten ist das Lagerfeuer. Das habe ich gesucht. Ich mag die mit dem Sonnenpriester. Ich habe etwas dort verliebt. Viel lieber. So. Den Händler können wir ja auch mal ganz kurz anschnacken. Und schauen einfach mal. Ich habe ja jetzt in letzter Zeit diesen Scharfschützenbogen für mich entdeckt. Das ist eine... Dieser Bolzenwerfer für kurze Distanzen feuert mit jedem Schuss mehrere Projektile ab und wird am besten eingesetzt, wenn viele Treffer wichtiger als Präzision sind. Aha. Hier, Scharfschützenbogen. Habe ich mich ja in letzter Zeit doch ein bisschen dran verliebt, muss ich sagen. Können wir uns sogar holen, ne? Dieser langsam feuernde, aber äußerst zielsichere Boden eignet sich am besten für den Fernkampf. Den kaufe ich jetzt einfach mal. So. Diese Waffe verursacht wenig Schaden und feuert Elementarpfeile. Können wir den... Achso, wir können uns sowieso nichts mehr leisten. Schade. Es gibt ja doch bestimmt wieder eine Gratiskiste, oder? Natürlich gibt es ja eine Gratiskiste. Meins. Ach ja, das hier wollte ich ja auch. Jetzt warte, das hier. Jetzt haben wir aber keine Metallscherben mehr. Was ist das denn hier für ein hässliches Ding? Nietenleder und gehämmerter Stahl schützt die Trägerin vor Geschossangriffen. Ja, wenn, dann hätte ich das hier lieber. Aber wir haben jetzt keine Scherben mehr. Können wir irgendwas verticken? Vielleicht hiervon mal ein bisschen wieder. Warte, alle verkaufen.
Mal wieder ein paar von diesen Lohe-Dingern und diesen ganzen Kram, was wir unendlich viel immer dabei haben. Wieso was hier? Ich brauche keine 3000 Draht. Brauche ich einfach nicht. So kommen wir vielleicht noch auf 1000. Meine Güte, das ist gut. Können wir sonst noch irgendwas verticken? Ach komm, weg damit, dann haben wir das. Dann kommen wir noch auf 1000 und dann können wir uns auch die neue Rüstung kaufen. Cool. Die ich jetzt schon die ganze Zeit immer haben wollte. Yay. Ausrüsten. Sehr geil. Carter, Ermordungen, was hab ich damit? Jetzt sehen wir ein bisschen cooler aus. Fertigkeiten wollte ich jetzt nicht. Muss ich jetzt mal selbst gucken, wie ich nochmal... Ach, hier ist Waffen modifizieren. So. Erstmal ein bisschen das, was wir... Hier, 41% Schaden. Für das Teil ist doch eigentlich geil, oder? Zack, drinne. Hier, 17% Schaden. Komm, der macht da so viel Schaden rein dann. Handhabung. Abriss. Schaden, Schaden. Handhabung. Was heißt denn eigentlich Handhabung? Heißt das, der ist denn schneller zum Nachladen? Packen wir einfach mal rein, so. Im Endeffekt. So, Outfit. Wir tragen derzeit das. Haben hier natürlich auch wieder ein paar Plätze. Fernangriffsschutz, Verderbnisschutz, Eisschutz. Verderbnis. Ja, da ist jetzt... Ist jetzt nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Schattenkarte, Ermordungen, was habe ich damit zu tun? Beutepfeil. Präzisionspfeil. Schatten... Pfeil oder was? Achso. Ach, jetzt haben wir auch noch andere Pfeilarten da unten. Oh Gott, oh Gott. Nur Geduld und alle kommen rein. Irgendwann. Warum darf ich eigentlich einfach reingehen? Weil ich eine Sucherin bin vielleicht? Olin ist irgendwo da drin. Und auch Erend. Der andere Fremde, mit dem ich vor der Erprobung gesprochen habe. Erend sagte, er würde mich seiner Schwester vorstellen, wenn ich nach Meridian komme. Er sagte, sie sei Hauptmann der Garde. Oh Mann. Meridian. Haben wir jetzt erreicht. Es sieht schon cool aus. Was? Noch so. Stopp! Genau da! Im Lichte des jüngsten Angriffs müssen alle, die Meridian betreten wollen, sich durchsuchen lassen. Jüngster Angriff? Was war das für ein Angriff? Der Mord an Hauptmann Ersa und der Garde natürlich. Getötet von Schatten-Karja-Truppen am Rotkampass. Ersa? Du meinst, Erends Schwester ist tot? Woher kennst du seinen Namen? Ich kenne Erend. Ruf ihn. Ich muss mit ihm reden. Ha! Ich fürchte, dass Erend, der neue Hauptmann der Garde, ein Mann in Trauer, keine Zeit finden wird für eine Fremde. Aloy! Du lebst! Ich dachte, du wärst tot. Macht Platz, macht Platz! Du kommst hier nach Meridian nur für mich? Hast du getrunken? Ja, fast nicht. Ein bisschen. Du lebst also. Das ist ein Grund zum Feiern. Geht auf mich. Wir müssen reden. Allein. Und du musst dich zusammenreißen. Da drüben. Sie darf also. Natürlich darf sie. Von jetzt an darf sie in diese Stadt kommen und gehen, wie sie es möchte. Zu Befehl, Sir. Na toll, seine Schwester ist jetzt tot. Jetzt sind wir zwei ganz allein. Was wolltest du mir sagen? Seine Schwester ist tot. Warum ich hier bin? Deine Schwester. Ich habe das von Ersa gehört. Mein Beileid. Ich weiß, sie war dir sehr wichtig. Mir sehr wichtig? Ha. Wichtig für alle hier. Sie wusste, was zu tun ist. Sie hatte das Kommando. Hielt mich auf Kurs. Und jetzt soll ich sie ersetzen. Aber sieh mich doch an. Wie soll das gehen? Es wird leichter. Hör auf, dich selbst zu bemitleiden. Ich habe auch jemanden verloren. Eigentlich... Ha, wir sind eigentlich mal ein bisschen netter. Ich, ja... Hab auch jemanden verloren. Bei der Erprobung. Mein Ziehvater. Sein Name war Rost. Das ist schrecklich. Wie kommt es, dass immer, wenn was Schlimmes passiert, die Leute dir erzählen, was ihnen Schlimmes passiert ist, als ob es das besser macht?
Ja, wie kommt das? Was soll's? Du wolltest etwas mit mir besprechen? Ich wollte eigentlich einfach nur nett sein. Ich glaube, das hat er jetzt nicht so aufgefasst, oder? Ah, weiß nicht. Seit dem letzten Mal ist viel passiert. Bei der Erprobung griff uns eine Gruppe von Mördern an. Nur wenige überlebten. Wir waren im Dorf und hörten Explosionen. Oben, auf dem Berg. Dann kamen eure Krieger zurück. Sie sprachen von den vielen Toten. Ich habe noch nie solche Klagelaute gehört. Dort an jenem Tag. Wie hast du überlebt? Viel wichtiger als das ist, warum ich deren Ziel sein sollte. Deren Ziel? Wie meinst du das? Die Mörder wollten mich wegen Olen. Was meinst du denn damit? Das ergibt keinen Sinn. Mhm. Ich muss Olen finden. Ich muss wissen, was er weiß. Aber er ist ein Freund. Nein, ein Verräter. Ich weiß nicht, wer die Mörder sind oder was sie wollen, aber ich weiß, dass Olen mit ihnen arbeitet. Aber ich... das... Du musst das nicht verstehen, Erend. Du musst mich einfach zu ihm bringen. Er ist nicht hier. Er ist seit Tagen auf der Suche nach Schrott und Relikten. Ich weiß nicht, wo. Gibt es einen Ort, wo er öfter ist, an den er zurückkehrt? Ein Haus. Hier in Meridian. Okay, dann führ mich hin. Ich muss es durchsuchen. Na schön. Solange ich als Zeuge dabei bin. Tja, Zeit zu Olens Wohnung zu gehen. Ich muss Olens Haus sehen. Jetzt. Okay, dann komm. Ich frag mich, ob Olen... Ja, wir waren auf jeden Fall definitiv alleine. Ich frag mich, ob Olen nur so ein Mittelsmann ist. Er weiß aber wirklich, was so damit zu tun Leute hat. Und alle reden gleichzeitig. Wie kann man da denken? Ich denke nicht. Ich trinke nur. Eine tolle Einstellung, mein Freund. Ja. Offensichtlich lassen sie heutzutage wirklich jeden in die Stadt. Soll das denn heißen? Was? Wie lange noch will er Wart sich in seinem Palast verstecken? Die Zitadelle zu stürmen? Blut für Blut. Rache für Ersa. Wie lange noch will er Wart sich in seinem Palast verstecken? Jahr für Jahr. Warum verschont er Verbrecher und Diebe und Mörder? Erend, du musst doch Rache nehmen wollen. Deine Schwester ermordet und ihr Tod ungesühnt. Noch ein Wort, du mieser Nichtsnutz, und ich schmeiß dich selbst ins Gefängnis. Verschwindet hier, oder ihr werdet es noch alle bereuen. Was hat er über Ersas Ermordung gesagt? Nicht jetzt. Was ist denn, wie ist das denn jetzt passiert? Das klang jetzt so, als ob... Ich weiß nicht. Es klang so, als ob jetzt aber auch alle tatenlos sind. Als ob alle tatenlos rumstehen, anstatt irgendwas zu unternehmen. Okay, wie kommen wir da rein? Oh, das war subtil. Da sind wir. Sieh zu, dass nichts kaputt geht. Außer dieser Tür. Das alles für einen Mann? Verbindungen zum Königshof zahlen sich aus. Ja, schon irgendwie riesig. So, wir sollen uns garantiert hiermit umgucken. Die Ecke des Teppichs ist ausgefranst. Und der Boden ist da ganz abgenutzt. Na toll, haben wir jetzt schon gefunden. Okay, gut. Begutachten wir schon mal. Sehen, was darunter ist. Hey, wie kommt das hierher? Die Frage ist, wie man da durchkommt. Ohne Schlüssel gar nicht. Das ist eine Osseram-Luke. Da kommt nichts durch. Wir werden sehen. Okay, wir haben eine Osseram-Luke gefunden. Und jetzt brauchen wir nur noch den Schlüssel, der sich ja rein theoretisch dann auch irgendwo hier verstecken sollte. Wobei, da haben wir noch... Nee, das ist nur die Luke. Aram. So, gucken wir mal nach oben. Lass gut sein, Mädchen. Du verschwendest deine Zeit. Na, ich verschwende nicht meine Zeit. Ich weiß, du willst lieber saufen, aber trotzdem. Da haben wir noch irgendwo irgendwas. Familienporträt. Können wir hier irgendwas... Das scheint ein Bild von Olens Familie zu sein. Stimmt, da ist Olen drauf.
mit Tochter oder Sohn oder so, keine Ahnung. Ich weiß, das ist zu lange her, dass ich mich an Odin überhaupt erinnere. Ich weiß, dass der schwarz war. Oh, noch höher. Da haben wir wieder was. Hier ist ganz schön viel Metall. Könnte genau das sein, was ich brauche. Oh. Sieht groß und schwer aus. Die richtet bestimmt viel Schaden an, wenn sie runterfällt. Ich sehe schon, was unsere Aufgabe ist. Nur ein kleiner Schubser. Wir sollen aber nichts kaputt machen. Er steht da unten auch nicht, ne? Entschuldigung. Du weißt, dass nichts kaputt gehen soll, oder? Vielleicht. Also mein Handy wegpacken. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört. Ich geh mal hopper. Au. Okay, das nächste Mal nicht hopp machen. Alles klar, weiß ich Bescheid. Oh. So. Wir sind jetzt in die geheimen Katakomben von Odin. Mit seinem komischen Kram. Wer bist du? Ach, du bist schon hier unten. Untersuche Odins geheime Werkstatt. Karte. Zweidimensionale Darstellung, eingespitzte Richtungsabsetzer und so weiter und so fort. Eine Karte. Die Glyphen zeigen, wo er schon war. Faszinierend. Da war doch gerade noch irgendetwas, oder nicht? Ach, ich glaube, das war das Tagebuch hier, oder? Odin hat Tagebuch geführt. Odin? Ich weiß, dass er gut mit Verträgen war, aber als Schriftsteller? Kein Zweifel mehr. Odin wusste von allem. Odins Tagebuch. Vierter Tag. Jetzt bin ich ein Verräter und sehe keinen Ausweg. Wenn ich zum Anfang zurückgehe, als sie mich umgedreht haben, gibt es da etwas, das ich übersehen habe? Nein, es gibt kein Entkommen. Wie soll mir das Schreiben da helfen? Zehnter Tag. Du hast mir diesen Notizbuch gegeben, als du mir das Schreiben beigebracht hast. Nach all diesen Jahren riecht es immer noch nach dir, nach Lavendel und Asche aus der Schmiede. Das ist alles, was ich noch von dir habe. Schreib mir Nachrichten hinein, hast du damals gesagt. Teile deine Gedanken, trenne die Blätter heraus und schick sie mir, um zu zeigen, dass ich an dich denke. Aber ich habe es nie getan. Meine Hände sind zu schmutzig für Pergament. Wie sehr ich mir wünsche, ich hätte dir den Gefallen getan. Wie gerne ich es jetzt täte. Derselbe Traum. Dein Haar im Licht des Schmiedefeuers, unser Sohn auf meinen Schultern. Wir sind frei. Du drehst dich zu mir um und flüsterst. Das ist ein Traum. Ich antworte, ja, ich weiß. Und dann wache ich auf. Allein. Sogar wach ist mein Leben ein Traum. Eine Lüge. Mein Verrat wird dir keine Freiheit verschaffen. Er verschafft uns nur Zeit. Aber jede Sekunde, die du lebst, die er lebt, wenn Verrat der Preis dafür ist, zahle ich ihn. 34. Tag. Jede Woche ruft mich das Gerät heimlich zu einer neuen Ausgrabungsstätte. Wir arbeiten wie Getriebene, als ob es an uns liegt, den Boden der ganzen Welt umzugraben und die Zeit dafür knapp wird. Wir wühlen herum, um die Kadaver alter Dämonen zu finden. Sie wollen die Waffen, es kann nicht anders sein. Welchen Elend helfe ich, auf diese Welt zu kommen. 38. Tag. Ich trinke mit Aaron und Ersa, aber auch das süßeste Gebräu kann nicht den Geschmack der Schuld aus meinem Mund spüren. Jeden Tag betrüge ich sie durch mein Schweigen. Die Verbrecher beobachten alles durch das Gerät. Ich rechne jederzeit damit, dass Ersa mit einer Klinge in den Hals rammt, aber Feuer und Spucke. Sie verdächtigt mich nicht. Ich muss ein besserer Lügner sein, als ich dachte. 54. Tag. Unruhiger Schlaf die letzten drei Nächte. Ich muss an diesen Nora-Mädchen denken. Warum soll sie getötet werden? Es muss an dem Gerät liegen. Aber selbst wenn, was soll sie schon für eine Bedrohung sein? Wir haben Explosionen und ferne Schreie aus dem Dorf gehört. Ich dachte, die Wilden würden uns die Schuld geben, uns angreifen. Ich habe es mir beinahe gewünscht, aber ihre Stammemütter ließen uns ziehen. Wir flohen mit einer Kriegereskorte zur Grenze und überquerten sie am Tagturm. Jetzt soll ich zu einer Ausgrabung im Steinkranz gehen. Sie versprechen mir einen kurzen Blick auf dich, auf unseren Sohn. Ich hoffe so sehr, euch zu sehen.
Okay, also Olin macht es nicht freiwillig. Olin macht es nicht freiwillig. Er wird dazu gezwungen, weil seine Familie wohl, naja, gefangen genommen worden ist. Wenn du mir dienst, leben sie. Wenn nicht, werden ihre Kehlen aufgeschlitzt und ihre Körper in der Sonne verdorren. Man hat seine Familie entführt. Mann? Wer ist Mann? Die Mörder. Sie drohten ihm, seine Familie umzubringen.